I feel bad about beating up Butters. Ah, schade, hier ist ja niemand. Okay. Butters-Hammer der Stürme. Schwert, Geld, Gesundheitstrank, Machttrank, Philipp Action 4 unten. Das sind ja alle Videospiele. Also das erste. Warum strecke ein Videospiel? Aber auf jeden Fall ein Haltrank. So, dann müssen wir hier alles. Oh, guck mal, hier oben ist ein Spind. So, kämpfen wir einfach mal. Die sind zu dritt. Na also, ich kann's doch noch. What the fuck? Warum muss ich das denn drücken? Ich würde das zu gerne mal wissen. Ist auch egal. Und der muss ich immer wieder heilen, der Spacko. So, rambolen wir den einfach mal weg. So, jetzt da. Oh, und alle angewidert. Yay! Und der carryt mir einfach gerade nur auf. Also schalten wir ihn einfach mal aus. Und er erhöht seinen Angriff. Wow, eingeblockt von mehreren. Der ist in Konterhaltung, ne? Fuck, falsche Maustaste erwischt. Naja, da er in Konterhaltung ist, lohnt sich ein Angriff auf den einfach rein gar nicht. Ah, blocken wird's bringen. Gut, der ist weg. Einfach mal voll auf ihn drauf. Und ich darf sogar nochmal angreifen. Und weg ist er. Man, we rip shit up. So, nehmen wir einfach mal alles. Nehmen wir alles. This is probably the most exciting thing I've ever done. Nehmen wir alles. This is probably the most exciting thing I've ever done. Kill the humans! There's too many, we can't break through. Oh, oh. Schön Pokémon. Und ein alter Schwamm. Dude, douchebag, this is gonna be so sweet when you double cross Kyle at the last minute, huh? Am I right? High five. Ich meine, das Kart mir davon ausgeht, dass wir auf einmal Kyle verraten. Mal ehrlich. Don't be starting shit with us. Ey, ey, ey. Hier wird nicht heimlich Kumpel unterstützt. Mal ehrlich, warum muss ich das denn drücken? Ich sehe ja keinen Blitz. Warum sind wir angewidert, aber Stan nicht? Ach, egal. Warten. Ich habe noch eine Idee, um den da hinten auszuschalten, weil da hinten ist, glaube ich, echt schlimm. Falsche Taste erwischt. Verdammt. Verpflichteter Zorn? Haha. Du bist in Konterhaltung. Sehe ich das jetzt? Und ausgeschaltet. Freundschaftsanfragen von Bill und dem anderen Chaos. Nice guy. You're gay. Deswegen lasst ihr euch auch zusammenschlagen. Sehe ich voll und ganz ein. Seriously, douchebag, you're breaking my balls here. Moment mal, was?
could at least light a match. So, noch einmal. Yeah! Ich kann es! So ein typisches Schulklo. Einfach mal verstopft. Oh. Gehen wir in die fünfte. Guck mal, wir sind schon Fünftklässler. Oh, Lemmywinks. Oh, Lemmywinks? Wow, 45 Freunde. Totaler Metal-Iro. Bohrer-Taschenrechner und leere Klebflasche. Wir haben auch gerade eine Nachricht von Karl bekommen, ne? Ich drücke mal I. Lemmywinks, Foes und Bill. Ich bin nur hier, um den Leuten zu erzählen, wie scheiße es ist. Und Duell zwischen Token und Token und Sam 11 heute Nachmittag. Schaut euch an, wie der Waldläufer-Champion zuschlägt. Sorry, Leute, ich schaff's nicht. Ich hab einen Zahnarzttermin. Und der Zahnarzt kann ihn nicht immer retten. Scheiße. Mal ehrlich. This is probably the most exciting thing I've ever done. Badass is in there with the stick. Commander Douchebag, lead us to victory. Oh, da hinten ist noch ein Fach, das ich noch immer überprüfen möchte. Donkey. Okay, bin bereit. Back away from the desks, wizard fat ass. You're a traitor, douchebag. How could you? Because he knows who the cool kids are. Go ahead and kick Cartman's ass, new kid. I brought you into the game. I made friends with you before anybody else would. He doesn't want to play with cheaters. I understand the elves have clouded your mind. Fight it, new kid. Come back to the lads. Attack Kyle. What are you waiting for, dude? Punch him right in his smug little lying face. Get him, new kid. It's not me you should be fighting, it's him. So pick a side. Kick his ass, douchebag. Und damit... I can't believe this is even a choice. Dürfen wir noch einmal entscheiden. Diese Macht. Ob es so... Douchebag is a double agent, you dumb elves. He's been working for us all along. Right, douchebag? Klar, also wir können jetzt Cartman angreifen und uns damit auf die Seite der Elfen schlagen. Oder wir... You're too good a person to be working for Cartman. Don't listen to them, douchebag. No, you aren't. Oder ich greife Kyle an und überweise Cartman, dass ich noch auf seiner Seite stehe. What are you waiting for? Kill the wizard. Und damit dürfen wir entscheiden. You have a very interesting choice to make, douchebag. Und genau mit der Entscheidung lassen wir uns erstmal allein und gucken hier rein. Oh cool, da haben wir es besser. Der Lichtschwert ist sogar noch besser. Ändern. Ablegen. Und das Laserschwert. Besser ist nämlich natürlich das. Laserschwert, danke. Du bist nämlich schlechter. Du bist schlechter, 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 schlechter. Ich wollte nur ändern. Aber auch egal. Alles entfernen. Ja. Zurück. Lichtschwert. Ändern. Verpacken wir drauf. Fügt zweimal Bluten für einen perfekten Angriff hinzu. Fügt einen Nahkampf-Extratreffer hinzu. Fügt. Verstärkt. Ja, okay, ich glaube, ich bin für zweimal bluten. So, Fähigkeiten. Können wir hier auch noch einen Vorteil machen? Das weiß ich sogar noch. Denn maximale MP erhöht sich um 20%. Bewirkt zusätzlichen Schaden bei Feinden, die angewidert sind. Und er leidet selbst weniger. Ja, ist geil. Ist geil. Ist gebongt. Und damit sage ich einfach mal... I know you'll make the right decision. Yeah, fine. You're gonna be sorry. Spannung! Don't you know who you're dealing with? Und damit kämpfen wir alleine. Probieren wir direkt mal unser Laserschwert aus. Wow, also bringt schon irgendwie. You're not going anywhere. God damn it. So, rambolen wir das erstmal aus. Fuck, der ist immun gegen Betäubung. Okay, I take the baby. Don't take the goddamn baby. Yay!
Kyle, du hast keine Chance gegen die wahre Macht. Oh Gott! Oh Gott! KKK-Held. The evil Jew Elf has been defeated! Great job, new kid. Goth kids, take the stick from inside his desk. Victory is ours! Hey, wait a minute. Our desks don't have insides. What? Desks at the school just have tabletops. No, but Twitter said that... Look over here! This desk has writing on it. Check my locker. Whose desk is that? That's Clyde's desk. Okay. Greetings, humans and drow elves of Zaron. Clyde, he took the stick. While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff. With what I have found, I shall raise an army of the dead. Nicht der Staat! I shall raise an entire army of darkness and kill the Earth! Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time, and now he's all pissed off. So you see, fools, I control the stick and the future of the Earth! Clyde, do you want a sandwich? Not now, Dad. I'm making a Ruler of Darkness video. Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of all their power. Motherfucker! Motherfucker ist Mutterficker und nicht Arschloch. Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Oh, Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Come and get it, losers! You can't do that, Clyde! You're lost in time and space! No, I'm not! Yeah, you are, asshole! Army of Darkness, defend the fortress! Ja, übertreib mal! You're on my side. You don't have authority anymore. The keeper of the stick said so. This can't be happening. God damn it, I have fucking authority! Sorry, warriors and wizards. I'd love to invite you into my fortress of darkness, but I'm afraid you're too late. Too late? What do you mean we're too late? There you are, Butters. Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime. Oh shit, it's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it. Clyde, it's past your bedtime. Okay, coming, Dad. Und uns erstmal jetzt alleine stehen, oder was? Level 10 freigeschaltet! Woo! Party! Fähigkeiten! Was machen wir? Wenn wir von einem Kampf. Ja, Schaden von stürmender Bulle. Ja, erhöhen wir mal den Schaden. Mugi. Schließen. Okay. Geh zurück nach Hause. Gehen wir direkt nach Hause oder gehen wir über los und ziehen nochmal 300 Euro ein? Ich glaube, wir gehen diesmal direkt nach Hause, weil ist sicherer. Bevor sich hier Papi bei uns aufregt. Wo wohnen wir überhaupt? Ach, da hinten! Da ganz hinten links. Laufen wir. Und 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 laufen wir. Schule. Und laufen war. Und laufen war. Zu Hause. Ja. Zu Hause. Wir sind daheim. Well, hello, hello.
You missed the news! Looks like we're gonna have the country's largest Taco Bell in our new town. Mommy and Daddy spied on your Facebook page and saw that you're making lots of friends. Why don't you tell us about them? No? Okay, well, it's late, sweetie. Head on up to bed, and I'll be there to tuck you in. Your mother said get to bed. Now do it before you get grounded. Go on to bed, sweetie. I'll be up to say goodnight. Ja, gute Nacht sagen von der Mutti. Ja, ich möchte Mutti mir gute Nacht sagt. Oh, Moment mal. Ganz wichtig, bevor man gute Nacht sagt, immer noch einmal aufs Klo gehen. Sonst gibt's noch ein Malheur. Nein, ganz knapp nicht. Egal. War auf jeden Fall schon mal ein Klogang und Klogang ist immer gut, also können wir jetzt auch schlafen. Ja, Inventar. Haben wir denn hier für mich was Besonderes? Nee. Liste der Mädchen. Artikel 38f. Liegen die Jungs mit den schlimmsten Krankheiten auf der Schule auf? So, nehmen wir mal Metal Iro. Nehmen wir das Trivial-Tattoo. Aber Bertha haben wir zu wenig, finde ich. Bertha ist irgendwie sehr rar gesät, muss ich ja sagen. Und hier, und ich glaube, du greifst erneut an, wenn du fand, ja, ich glaube, bei der Rüstung bleiben wir jetzt auch erstmal, weil sie das einfach nur aussieht von hinten und von der Seite. Ey, kranker Scheiß. Haben wir eigentlich schon was reingeräumt? Jo, haben wir. Hier haben wir tatsächlich schon was reingeräumt. Ja, und da sind auch die ganzen Sachen dann. Okay. Okay, gut zu wissen. Legen wir uns auch mal ins Bett. Good night, my little gumdrop. Hope you're enjoying all the peace and quiet in our new home as much as we are. Nacht. Die so leise sein? Ich wundere mich jetzt gerade. Ich merke auch gerade an meinem Mikrofon ab und zu mal lauter, ab und zu mal leiser. Also ich schneide das Ganze irgendwie noch nicht so ganz. Okay, was ist das Aufstampfen? Wir fallen mit einem tödlichen Lufttritt, der alle Feinde treffen, wirkt perfekt und durchfunktioniert. Also, ja, also bei mir ist gerade allgemein der Klang ein bisschen blechern. Ich guck mal eben was nach. Sonny's too big! We can't beat him! Well, if you can't beat him, shrink him! Go ahead, Warlock! So, jetzt. Ja, jetzt ist mein Klang besser, meine Kopfhörer sind im Arsch. Merke ich gerade. Also der Stecker. Ja! Ja, super. Erst noch unterm Tisch kriechen und dann schon reden. Meine Kopfhörer, der Stecker ist davon leicht im Arsch und das kennt man ja bestimmt, ne? Okay. Just 'cause I'm small doesn't mean you can ignore me. Ja, eben jetzt nochmal. Wow. Also das sieht schon episch aus. Aber hat nur irgendwie nichts gebracht, weil... Konzentriert sich. Oh Gott. Synergien. Erhöhe. Oh Gott. Und da konzentriert sie auch. Ne, finde ich. Wow, fuck. Doppelt fuck. Scheiße. What the fuck? Das gibt erstmal einen großen Heiltrank.